Ja, warst du also auch schon mal, nehme ich an. Ich war schon drinnen, aber nur ganz am Anfang. Und dann bin ich wieder raus. Jetzt bist du weg. Ach ne, dafür war das. Was ist das da? Nicht? Okay. Habt ihr ein Feuer? Dann setzt mal ein Feuer. Ja, hier. Achso. Ach, du machst gerade eins. Okay, wollte gerade sagen. Ihr hätt's ja arschschnell gemacht. Hätte ich auch machen können. Aber waren wir zu langsam. So, wärmen wir uns mal kurz auf. Wollen wir schlafen oder wie wollen wir das jetzt handhaben? Nee, da ist der Hunger. Das stimmt. Und da wir vorerst noch nichts zu essen haben und mir die Snacks langsam zur Neige gehen. Sagen wir so, ich habe noch 10 Snacks. Ja gut, drinnen sind Automaten, da kannst du nochmal kaufen. Naja, was ist das da? Okay. Achso, ihr habt gerade Essen gemacht. Oh, gut. Das war das Letzte, was ich hatte. Okay, danke auf jeden Fall für das Kompliment, aber das gilt für den Kollegen da drüben auch. Übrigens, Markim. Ja? Was ist denn los? Streamst du heute eigentlich? Ah, verdammt, habe ich vergessen. Hätte ich jetzt auch gesagt. Nee, habe ich jetzt echt vergessen. Okay. Markim, streamst du dann auf Twitch oder auf YouTube? Das weiß ich noch nicht. Was ist denn besser? Na, du hast doch letztens gesagt, du hast irgendwo was angelegt, wo du noch nicht streamen konntest. Das war YouTube. Das war YouTube. Du hängst übrigens fest. Ja. Ja, du läufst mit mir auf dem Platz. Ja, bei mir wird's geladen gerade. Also, dann sagt mir, dass so ein Ladebildschirm kommt jetzt. Ach so, du läufst auch. Jetzt laufen wir alle. Okay, alles klar. Ja, ja. Da läuft man. Nochmal ein bisschen kleine Eigenwerbung. Absolut heftig. Ab Mitte Februar streame ich auch wieder. Juhu. Genau, davon kriegt nämlich richtig Highspeed-Internet. Genau. Und ich habe jetzt eine geile HD-Kamera. Da kannst du ja meine Pickel sehen. Jetzt wird's lustig. Warte mal, hier ist noch ein Bild. Wo ist ein Bild? Hier direkt vor mir. Da ist ein großes Loch dargestellt. Oha. Da haben sie bestimmt auch mal Ema Klaus fotografiert. Also ich könnte jetzt sagen, was ich denke, was das wäre. Schreibt's mal in die Comments. Der Tunnel hier. Genau, schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, was es ist. Das habe ich jetzt bei anderen YouTubern gesehen, kommt anscheinend gut an. Ja, ja, einfach alles in die Kommentare schreiben. Schreibt mal in die Kommentare, genau. Was bei dir die Sonne geschienen hat, ne? Genau. Wenn ihr jetzt denkt, dass da vorne der Gegner ist, dann schreibt das unten in die Kommentare bitte rein. Genau. Du musst aber noch dazu sagen, dann drück kurz Pause und schreib's in die Kommentare. Sonst bist du ja gespoilert. Genau, genau. Nein, wir warten ja ein bisschen vorne dran. So. Ich heb mal auf, was da auch immer ist. Also mein Sohn, der macht das ja auch. Wenn ich hier Spider-Man aufnehme nachmittags, wa? Ich nehme hier Spider-Man auf, da kommt der an, wenn ihr Lust hättet, dass wir mal eine Challenge machen, wo ich sag, was der Quitschi machen soll, weil dann schreibt es in die Kommentare. Da schreiben doch echt Leute in die Kommentare, ich finde die Challenge gut. Der kommt hier auf Ideen, weißt du? Der bringt die Leute auf Ideen. Ja, wo ich mir denke, das kann's doch nicht sein, Kumpel. Apropos, was wir machen könnten, ist, bei Minecraft haben wir ja alle drei, so eine Art, Quitschi sagt... Genau, wir könnten machen hier Feuer, Erde, Sand. Kennt ihr das? Mein Sohn macht das im Sport immer, Feuer, Erde, Sand. Das muss ich mit dem im Bad abends immer machen. Während meine Frau duscht und er wartet aufs Duschen, sagt er aber, komm Papa, sag du wieder Feuer, Erde, Sand. Und dann muss ich den immer durchs Bad hetzen. So. So, wir sind... Also hier ist wieder was zum Aufheben. Ich überlege wirklich, ob ich mir Minecraft auch noch für die PlayStation 4 kaufe, tatsächlich. Nee, hab ich da? Ich nicht. Also es wäre, glaube ich, das einzige Spiel, was einfach wirklich unproblematisch. Aber ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt schon für Xbox, für Computer, da habe ich die Java-Version. Und alle gekauft, die Scheiße. Also ich glaube nicht, dass mir nochmal eine kauft. Ja, also genau, das ist halt, genauso geht's mir halt auch, ne? Genauso geht's mir halt auch. Und jetzt kommt demnächst Atlas für die Xbox, Och nee! Aber nicht für die PS4, oder? Nein, das dauert noch. Was ich mir jetzt geholt habe, ist das neue Kingdom Hearts. Ach, hast du schon angespielt? Nee, hab ich mir ist heute erst rausgekommen, was wisst du? Ja, also ich will das ja gerne auch unbedingt machen. Die Verpackung sieht so genial aus, finde ich. Guck mal, hier ist auch so ein Spielzeug. Ja, also, hab ich gesehen. Ich würde es mir auch gerne kaufen, ey. Aber ich hab früher ja gerne Final Fantasy. Aber Kingdom Hearts selbst habe ich so gar nicht gespielt. Also zumindest nicht richtig durch.
Kingdom Hearts fand ich aus dem Grund richtig gut, wegen dieser Mischung. Ja, nicht? Du hast diesen Final Fantasy leichten Einblick und du hast aber auch diese Disney-Geschichten. Genau, du hast diese Figuren, die dir alle bekannt vorkommen, die man alle irgendwoher kennt, nicht? Und da soll jetzt auch wieder genau die dabei sein, also das ist ja wirklich, es reizt dich ja wirklich. Aber du, dann bist du wieder unter 80 Spielstunden, kommst du dann nicht raus aus der Nummer. Ja gut, bei Assassin's Creed habe ich ja 95. Boah. Bis ich's durch hatte. Assassin's Creed ist immer lange, bis fertig ist. Also, ich würde wirklich so gerne Kingdom Hearts echt als Livestream-Projekt machen, aber da bist du ja über Monate nur damit beschäftigt. Das ist Quitschi, möchtest du einen Kaffee? Ja, ich würde Kaffee. Hier gibt's Kaffee. Ja, zieh ich mir rein. Und ich hier gibt's erstmal Essen. Warte mal, lass mir ganz schnell gucken. Ich will mal schnell gleich. Die Leiterplatten konnte man doch zusammenbauen mit. Was war denn das gleich nochmal? Und brauchst du zu viel Rohstoffe? Uhren, Flaschen, Alkohol. Wer weiß, wie alt das Essen ist. Uhren und Alkohol. Hier gibt's Snacks, wenn ihr braucht. Münzen? Was? Münzen auch? Was noch? Was ist das letzte? Alkohol, Münzen, Uhren. Leiterplatte. Leiterplatte und Isolierband. Ach, Isolierband. Ha, so. Da habe ich gleich mal eine Bombe gebaut. So. Weil dann kann ich nämlich... Dann könnte ich nämlich noch ein paar von denen einsammeln, einfach so. Aber ich habe keine Uhr mehr. Das stimmt, mir fehlt auch die Uhr. Ich habe nur eine Uhr gehabt. Ja. Naja, nehmen wir noch so ein Ding. Ich habe die Granada noch nicht geholt, sonst wäre ich voll mit Uhren. Big Spender. Ach, hier liegt auch noch Kohle rum. Sag mal, wo sind wir denn hier? Hallo. Warum? Jetzt mal ganz kurz, ich will ganz kurz eine Zwischenfrage stellen, Freunde. Ja. Warum ja. sieht denn das hier jetzt irgendwann so modern aus? Wo sind wir denn hier hingekommen? Ist das wirst du dann schon merken. Ist die gesamte Insel ein Riesenversuchslabor oder was ist das? Ja. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Comments. Wenn ihr wissen wollt. Oh, weil ich gerade Alkohol einsammle. Also das sieht für mich ja wirklich so aus. Genau, weil nämlich der Mr. Tomnum hat nämlich geschrieben, was ist das für eine Klapse? Und tatsächlich hat er ja, also wenn ich das so sehe, das passt überhaupt nicht zu dem Wald an sich. Das passt einfach gar nicht zusammen. Das ist ja fast die Tribute von Panem. Noch interessanter Quitschi. Ja, ich fühle mich ja fast wie bei den Tribute von Panem, wo die auf irgendeine Insel ausgesetzt werden und dann hier, kümmert euch. Wenn du möchtest, Quitschi, hier gibt es noch Soda, wenn ihr braucht. Ja, wollte gerade sagen, nehmt euch Snacks mit, wenn ihr könnt, und Soda. Hab ich schon wieder und voll gemacht. Trophäe erhalten, ich habe eine Trophäe erhalten, Daily Grind. Ah. Da hinten, Bafu, da ist ein Kaffeeautomat. Wenn du da Kaffee rausziehst, vielleicht kriegst du Trophäe da auch. Achso. Hab ich ja. Ob ich die Trophäe kriege, ist die nächste Frage. Cafeteria. Hier kommt. Geht's raus oder nicht? Hau rein die Kohle, ja. Hol mal noch ein paar so Dinge raus. Das ist so eine Art Umbrella. Ja, genau. Heute. Snack. Oh, hier, Big Spender. Bin ich auch noch. Weil ich dicke Kohle darin haue. Ich habe auch voll die dicke Kohle reingehauen. Was soll denn der Scheiß? Mei. Ja, musst du mehr Kohle reinhauen. Das Spiel mobbt mich. Nein, Mobbing ist das jetzt so nicht. Guck mal, wie viele Snacks ich gesammelt habe. Oh, Freunde. 13 Snacks habe ich und. Sechsmal so, da geht noch ein bisschen. Na, hau noch ein bisschen Soda-Kohle rein. Komm, hau rein da. Jetzt hau doch mal. Lass mich mal raus hier. So. Jetzt habe ich zu viel Soda. Das ist jetzt gerade komisch. Was ist los? Was ist das denn? Achso, Alessio Company hat ein Abo da gelassen. Daher das Geräusch. Okay, danke. Hier ist teilweise noch Essen auf den Tischen. Nehmt das mal zu euch, wenn ihr noch braucht. Ja, ich habe schon gegessen, genau. Wisst ihr, Mr. Tomnum schreibt auch gerade. Irgendwie ist es gruselig. Da müssen wir hoch. Wo ist hoch? Wo ist es? Ach, da. Glaube ich jetzt einmal, weil das sieht so aus. Guck mal hier, Chemieleistungskurs. Das Periodensystem der Elemente. Und sogar richtig. Guck mal, Wasserstoff. Ja. Helium. Mhm. Lithium, Natrium, Kalium. Ach, guck dir das an. Halt. Guckt mal auf die Karte, wo wir sind. Danke, TomTom, auch für das. Ich schau mal auf Abo. Die Karte, wo wir sind. Lass mal gönnen. Karte. Irgendwo unten. Ganz ja, unten, aber Mitte. Da, wo wir eigentlich nie hätten sein dürfen. Okay. Hinterm Berg ist es doch. Von der Position her.
Hinterm Berg ist es doch, ne? Also ja, ganz kurz, genau. Mr. TomTom schreibt nämlich, das ist gruselig, man kämpft ums Überleben und die trinken da unten Kaffee in einer hochmodernen Organisation, ne? Also genauso kommt mir das vor. Weißt du, wie mir das vorkommt? Kennst du Cube? Ja, nee. Kenn ich Cube. Du kennst Cube, ne? Nee, ich kenn's nicht. Cube. Ja, so. Quitsch hinein. Oh, oh! Muschiklaus. Oh! Aua! Das hat mir getan. Oh, jetzt bin ich aus der Runde. Oh, der Rentner ist wieder sonst wo. Nein, ich bin gerade runtergefahren. Ich bin hinter euch hergelaufen, dachte ich zumindest jetzt. Wir warten mal auf. Den Herrn Quitschi. Na, seid ihr denn hier hochgelaufen? Bin ich hier überhaupt richtig? Ja, du musst hoch. Lüftungsschacht. Okay. Und dann muss ich hier gleich irgendwo runter wieder, ne? Da musst du irgendwo runterfallen, da tut's weh. Alter, wirklich. Bin bei euch. Ich euch hier um, alles, was ihr sammeln könnt, mitnehmen. T-Sec, ist nicht schlimm. Herzlich willkommen. Wir haben noch ein bisschen Zeit heute. Ist ja Samstag, morgen. Davon musst du früh arbeiten. Ja. Jo. Achtung, Babys. Aber macht, ist kein Problem. Ich bin an einen 5-Stunden Schlafrhythmus gewöhnt. Alter, voll das Tempo. Wie machst du das? Keine Ahnung. Also, oh, Trophäe gesammelt. Hier, ich habe einen Tennis. Guck mal hier, ich habe einen Tennisball für dich. Ah, vor der Tennisball, ne? Aha. Was ist das? Ach, Licht. Guck mal, hier Kinderzimmer, das sind Kinderzimmer. Jo. Erzähl. Ich höre doch hier was. Was ist das? Ist das ein halber Klaus oder was ist das? Ja, die Mutanten wurden halt künstlich hergestellt, also von der Menschheit, ne? So wie es aussieht. Um Menschen erschaffen. Von, ja. Das ist pervers. Schau mal, wie die hier liegt. Ja, das ist aber bestimmt mit Absicht, weil, weißt du, die Menschen, die hier klonen, sind ja auch den ganzen Tag alleine und das sind wahrscheinlich alles Männer. Und die haben auch ihre Bedürfnisse. Ja, und da denke ich mal, da haben die wahrscheinlich gedacht, oh ja, oha. Ja, so also läuft es halt. Wenn jetzt noch Kinder unter 18 da sind, bitte ausschalten. Naja, das ist halt dummerweise leider die. Das ist halt bitter, ne? Oh. Da kommt irgendwas. Wisst ihr was? Wisst ihr, auf wen wir noch nicht gestoßen sind? Auf den ganz großen. Da gehen wir noch hin. Nee, ich meine den neuen, den sie gerade angebaut haben, frisch. Sei froh. Ich habe jetzt gerade nicht getroffen. Natürlich, daneben geschossen. Ja. Ich weiß nur, dass er mir zwei Stücke kaputt gemacht und eins kriege ich wieder. Was hat sich gelohnt gerade? Genau. Ich hab's bei Gronkh gesehen, wie Gronkh den ganz neuen Boss gefunden hat und getroffen hat. Okay. Ach. Warum ich hört Gronkh ich nicht? So, gibt's da überhaupt was zum Aufheben? Da kann man nur schauen, wie pervers die Leute hier sind. Das ist schon. Also eigentlich ist das wirklich. Alter. Ja, vorstellen darf man sich das nicht. Der ist ein bisschen zu groß geworden wahrscheinlich, ja. Oha. Ach guck mal, da oben ist auch ein Arm und da ist noch ein Arm. Ein Bein guckt da also oben noch raus. Arme, und da Beine. Das sind Augen. Ja, es sind Augen noch dabei. Und eine Nase ist hier. Also. Das lebt doch das Ding, oder? Wenn du da rangehst, dann hörst du irgendwas. Nie. Guck mal, ob es hier was in den Schränken gibt. Aber. Das ist jetzt ein Spiel, aber. Property of Megan. Gibt so kranke Leute. Was? Megan? Ja. Ist hier liegt was. Hm. Ja. Megan. Besitztum. Aber anscheinend. Genau, Eigentum von Megan. Genau. Aber was? Das Spielzeug oder was? Keine Ahnung. Also Freunde, ich will gar nicht wissen, was das hier alles ist. Ich verstehe es nicht. Horrorfilm ist halt schief gegangen. Wie immer. Das ist ja. Oh, hier gibt's Film. Was hältst du von Saw? Ich kann den Film anschauen. Also das ist ja von Saw, ist das ja nicht mehr weit weg hier. Ach, guck, schau, hier sind auch die offiziellen Namen dann dabei. Das Subjekt so, wie das erschaffen wurde. Der Prozess durch die Enthüllung oder sowas, ne?
Und guck mal, die Verdienste damit. Der Verdienstreport. Wie mein YouTube-Kanal. Guck dir das mal an. Nur, dass du von rechts nach links lesen musst. Ja, stimmt. Ja, musst du falsch mal lesen. Stell mal den Beamer richtig rum. Scheiße. Du hast das gemisst. Achso, das sind alle. Ah, Affen, guck mal. Affen, Affen. Multiple Limbus. Ich komme nicht raus übrigens, ich bin ja eingesperrt. Hä? Ich geb den hier gleich Affe. Wo ist die Tür? Guck mal, ran an guck mal, da ist ein Affe. Ich komme nicht raus, ich komme nicht raus. Ja, wo ist die Tür? Wo ist denn das Fenster? Ist du überall Fenster, Fenster, Fenster? Jetzt müsste ich eigentlich eine Banane haben, ey. Alter, das davon ist Mobbing. Bist gemein. Ist das hier die Tür? Nein, schau mal hinter dir. Ich häng da fest. Das andere hinter dir, genau, jetzt rechts, geradeaus, geradeaus. Ja, die hier. Achso, ja, genau. ihr seid außen rum gelaufen. Um die Ecke, das, ja. Ach so. Und dann geht's hier weiter. Hallo. Alter, guck dir das mal an, was das hier ist. Hallo Juna, herzlich willkommen Juna. Schau mal hier voll die Lounge. So, jetzt Terranum, jetzt bin ich mit dem richtigen Account hier. T-Sec ist auch mein Account. Ah, okay, okay. Aha. Ich finde hier andauernd Sachen und Essen. Ich finde gar nichts. Am also Kopier, Freunde, irgendwas. Im Moment muss Dokumente. Ich euch alle sagen, hier gibt es viel mehr zu entdecken, also viel mehr zum drüber nachdenken. Ah, hier ist was zum Trinken. Was essen wir nicht schlecht? Ja, Essen habe ich eben gerade was gehabt. Ich habe was gehört. Da baumelt jemand. Da baumelt jemand an der Decke, guck mal hier. Wer baumelt an der Decke? Da drüben. Der hängt. Der Baum, ja, das sag ich der doch. Hängt. Der hat das, was der hier geschaffen hat, hat er selbst nicht verkraftet. So einfach ist das. Ich nehme mal eher an, das, was er erschaffen hat, hat ihn umgebracht. Nee. Guck mal, der hat sich doch selbst da oben hingehangen. Meinst du? Gegen wen kämpfst du denn jetzt? Das ist doch ein normaler Eingeborener. Warum der Eingeborene hier? Junge, geh mal auf deine Seite der Insel. Du bist wohl von der Insel hier hochgekommen, was soll das? Komm, wir müssen noch mal Knochenrüssen draus machen? Nee, geht Achtung, nicht. Da fliegen Babys wieder rum. Glaube ich jedenfalls, dass das Babys sind. Ja, das sind Babys hier. Ich will ja eigentlich mal rein, aber... Kannst du? Nee, geht ja nicht. Warum? Da ist doch nirgendwo eine Tür. Ey, das sind schwarze Babys, Freunde. Das sind schwarze Babys. Ey. Das heißt auch Quitschi. Ja. Bitte, ja, ne, das ist nicht sehr nett, was du hier machst. Wieso, was ist denn los? Ja, wenn, dann heißt das farbige. Nee, das sind angebrannte, meinte ich damit. Guck dir das nochmal an. Das sind doch angegoogelte. Das sind jetzt, ich meine jetzt nicht ja, also, damit, dass ey, das. Du reitest dich immer tiefer rein, also bitte, ne, jetzt ist gut. Ich meine jetzt nicht damit, dass es unsere orientalischen Freunde sind. Ich meine jetzt damit, ja. dass die im Feuer gespielt haben. Genau, so wie Atti, unser orientalischer Freund. Der übrigens auch schon lange nicht mehr da war, weil der kein Internet mehr hat irgendwie. Oh mein, die haben ein Internet geklaut. Okay, hier geht's raus. Oh, hier gibt's Tabletten. Nehmt euch ruhig Tabletten hier mit. Guck mal hier. Oh ja, Tabletten bauen wir noch. Ich hab. Gut, ich kann nichts mehr tragen. Was die Rüstung angeht, habe ich im Moment noch zwei Plätze frei. Mir fehlen vier Plätze noch. Hier war doch die Tür. Mal hier. Kannst du die Kerne verschieben? Man sieht da ihr Leben nicht. Scheiße. Ach so. Warte. Was ist hier? Oha. Ich hab Timmy gefunden. Ich weiß. Jetzt würde ich sagen, Dafu. Quichi, komm mal ran an der Meter. So, warte. Ich musste kurz was korrigieren. Wo ist er denn jetzt? Wo bist du jetzt hin? Hier, gerade. Warte mal, hier komme ich. Warte mal, hier komme ich nicht mehr raus. Hier. Hier seid ihr reingelaufen, ne? Hier, ja, hier. Musst du hier in der Ecke, hier wo das Bett ist. So, genau. Ja. Schon abgemacht. Hey. Markim? Der hing hier dran, oder was? Ja. Ganz kurze Frage. Bei dir wollten wir ihn retten, ne? Also, ja. Gut.
Das heißt, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, Freunde, ja? Wenn wir jetzt Timmy nicht retten, kann Mark ihm die Karte weiterspielen. Wenn wir Timmy jetzt retten, ist die Karte... Obwohl, eigentlich, du hast doch von... Bevor wir eigentlich ins Spiel schauen, eigentlich, deswegen, ne? Ja, deswegen, ja. Gespeichert, ja, deswegen... Können wir den auch eigentlich... Die können wir doch eigentlich gleich retten. Ich bin nicht so persönlich der Freund davon... Gut. Jetzt Timmy sterben zu lassen.